Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer kleinen A bis Z Offizierserie. Da werden wir uns heute wieder über einen epischen Offizier unterhalten, nämlich Reginald Barclay. Den kennst du ja wahrscheinlich aus Next Generation und aus Voyager. Natürlich schauen wir uns da erstmal wieder das Allgemeine an. Er gehört zur Klasse Ingenieur, das heißt, du brauchst Ingenieursabzeichen, um ihn abzugraden. Er gehört zur Gruppe Holodeck. Wenn es da einen anderen Offizier gäbe, der mir gerade nicht einfällt, großartig, der Captain sein könnte, könnte er einem Captain Synergien geben. Aber wüsste ich jetzt gerade sogar nicht mal. Aber so setze ich ihn sowieso nicht ein. Und er gehört zur Fraktion Föderation. Da brauchst du Föderationsfraktionscredits, um ihn abzugraden. Und wenn du Barclay tatsächlich aus den Serien nicht kennst, wie für jeden anderen Offizier, gibt es hier einen Erklärtext in der Infobox. Wundert mich ein bisschen bei Barclay und so durchgeknallt, wie der war. Der hat schon wirklich sehr viel von Murdoch, den ja der gleiche Schauspieler beim A-Team gespielt hat, dass der Text dann doch noch relativ kurz ist, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, du konntest ja schon hören, dass er kein Kapitänsmanöver hat. Er hat nämlich nur eine Offiziersfähigkeit und eine Unterdeckfähigkeit. Die Offiziersfähigkeit ist, gewinne sie für dich. Denn Reginald Barclay erhöht die Basisverteidigung aller Offiziere um 5%. Nettes kleines Gimmick, benutze ich aber nie. Das, was ich bei Barclay nutze, ist seine Unterdeckfähigkeit, nämlich gestärkte Schiffslager. Denn Reginald Barclay erhöht die geschützte Basisfracht des Schiffes um 30%. Und mehr geschützte Fracht, wenn man die auch noch übers Unterdeck reinbringen kann, ist immer super. Deswegen siehst du, er ist auf meinem Schiff B, das kannst du unten links sehen. Und das ist mein Gasabbauschiff. Und da habe ich ihn dann zusätzlich zu T'Pring und sowas auf der Brücke dann eben noch unter Deck gepackt, um eben noch mehr geschützte Fracht zu haben. Und das ist auch sehr, sehr wichtig wegen der ganzen OPC-Jäger, die ja immer unterwegs sind. Und auch der paar Trolle, denen man ja keine Beute abgeben will, wenn sie einen dann mal abschießen. Ich mag diese Unterdeckfähigkeiten. Es gibt ja viel, was neu eingeführt wurde, was einfach nur noch nervt, weil es einfach zu viel Arbeit ist, wenn man alles irgendwie machen will und irgendwas bleibt immer hängen. Diese Unterdeckfähigkeiten damals, als die Lower Decks, der Erzählbogen gekommen ist, wegen der Serie, die fand ich richtig gut. Früher hat man ja nur Offiziere unter Deck gepackt, um den Angriffswert, Verteidigung, Gesundheit des Schiffes zu erhöhen. Aber in dem Fall hat man richtige Fähigkeiten. Und das finde ich tatsächlich richtig gut. Und so viel ich mecker, sage ich natürlich auch Sachen, die ich gut finde. Als epischer Offizier hat Barclay natürlich auch noch drei mögliche Eigenschaften für Außenteams. Ingenieur, zurückhaltend, konzentriert. Die kann man freischalten und upgraden. Du siehst, ich habe nichts davon freigeschaltet, weil Barclay immer bei mir auf einem meiner Abbauschiffe ist. Und zwar unter Deck, wie ich gesagt habe. Und ihn werde ich nicht auf Außenteam schicken. Der bleibt schön auf meinem Schiff. Das Schöne an Barclay ist, dass er relativ einfach zu bekommen ist, ab einem gewissen Punkt zumindest. Nämlich, wenn man Missionsschlüssel umtauschen kann. Und das ist ja schon relativ früh. Denn das ist ja auch immer mein Lieblingsthema, wenn ein Offizier über Missionsschlüssel zu holen ist, halte ich ja auch immer den Vortrag. Man bekommt über den Webbrowser, wenn man da in den Scopely-Shop reingeht, wenn man einen Scopely-Account hat, den sollte jeder haben, falls mal was mit dem Account passiert, also dass man seine Sachen auch zurückbekommt, da bekommt man jeden Tag gratis einen Missionsschlüssel. Und auch wenn ich mich da wiederhole, wenn Scopely einem schon mal was gratis gibt, dann sollte man sich das auch holen. Ganz ab davon, dass man damit garantiert täglich einen epischen Offizier von 10 einen Teil dafür bekommt. Gibt es aktuell, wo ich das filme, wieder das Missionsschlüssel-Event, da hast du einen Meilenstein für dich, aber eben auch ein Allianz-Event. Du hilfst deiner Allianz also nicht, wenn du deine Schlüssel nicht abholst. Und die sind nun mal gratis. Also nicht nur einmal pro Woche hier in der Rekrutierung den Missionsschlüssel abholen, sondern zusätzlich auch nochmal täglich im Webshop. Umsonst. Oder gratis. Umsonst ist das wirklich nicht. Damit hast du 8 Missionsschlüssel pro Woche. Das heißt 8 epische Teile, aber auch 8 Punkte fürs Allianz-Event. Und das sollte man nicht vergessen, dass du ja für deine Allianzmitglieder auch mitarbeitest.
Aber er ist zusätzlich auch noch in meiner Lieblingsrekrutierung drin, nämlich in den Transporter Musterpuffern. Da muss ich jetzt nur eben gucken, wo er ist. Da ist er. Wenn du endlich Transporter Musterpuffer bekommst, kannst du sie auch für Barclay benutzen. Da kostet ein Teil 1100 Transporter Musterpuffer oder 10 Container dann 11.000. Und damit kann man sich Barclay-Teile holen. Ich habe jetzt andere Offiziere vorgezogen. Ich habe Barclay freigeschaltet, aber jetzt noch nicht groß abgegradet. Aber trotzdem nutze ich seine geschützte Frachtfähigkeit auf meinen Schiffen. Und später werde ich mir auch hier mehr Teile holen, wenn ich mit anderen Offizieren fertig bin. Aber man kann es eben aussuchen, meinen Transporter Musterpuffern. Und das liebe ich ja so an dem Zeug. Wenn du etwas über Reginald hinzufügen möchtest, Geordi hat, glaube ich, immer Brokkoli gesagt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, oder was Data. Also einer von beiden. Wenn du das weißt, schreib es bitte auch in die Kommentare. Aber auch wenn du über Barclay noch was hinzufügen möchtest, schreib es bitte in die Kommentare unter dem Video oder auch auf Discord. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.